Berlin ist eine Stadt der Vielfalt. Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Lebensentwürfen leben in unserer Stadt eng zusammen. Damit aber alle Menschen in Berlin ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben in Freiheit verwirklichen können, müssen auch alle BerlinerInnen anderen Vorstellungen mit Toleranz begegnen. Ja, das setzt als Minimalkonsens natürlich voraus, dass die Grenzen des Rechts eingehalten werden, sich niemand strafbar macht im Idealfall. Diese Toleranz muss sich aber auch in den Institutionen unserer Stadt widerspiegeln, insbesondere Polizei und Justiz üben gegenüber den Menschen in Berlin in ganz besonderer Weise staatliche Macht aus. Und daher ist es für die Freiheiten unserer Stadt zentral, dass beide Institutionen ihre Arbeit auch im Geist der Freiheit versehen. Zugleich aber müssen Polizei und Justiz Überschreitungen rechtlicher Grenzen entgegentreten. Denn Grenzüberschreitungen des einen bedeuten meistens, dass andere Menschen in ihrer Lebensführung eingeschränkt werden. Ja, deswegen meine Zielvorstellung, dass Polizei und Justiz eben Überschreitung rechtlicher Grenzen auch wirksam entgegentreten können, ohne dabei ihrerseits Grenzen zu überschreiten. Das ist natürlich ein Spannungsfeld. Und wenn ich habe mich dann gefragt, welche Probleme haben wir denn da eigentlich zurzeit? Welche zentralen Hürden müssen politisch bewältigt werden, damit diese Vision Wirklichkeit werden kann? Und da kann ich natürlich meinen Hintergrund in der Justiz nicht verbergen und auch meine vielfältigen Erfahrungen in der Arbeit mit der Polizei, sowohl quasi als Praktikant bei der Polizei, als auch als Strafrichter, der immer wieder mit der Polizei zu tun hatte. Und da habe ich insbesondere zwei zentrale Probleme identifiziert, sowohl bei der Polizei als auch bei der Justiz. Das erste sind die besseren Arbeitsbedingungen, die wir ganz, ganz dringend brauchen, glaube ich, und zwar insbesondere bei der IT-Ausstattung und bei der Personalausstattung von Polizei und Justiz. Überforderte RichterInnen neigen eher zu einem kurzen Prozess, trotzdem dauern Verfahren oft viel zu lange, wenn es an Personal fehlt und an hilfreicher IT. Ja, natürlich steht inzwischen auf jedem Schreibtisch irgendeine Form von Computer, aber ob der dann auch tatsächlich die Arbeit unterstützt oder eher behindert, ist leider in Berlin eine sehr berechtigte Frage. Und da müssen wir, denke ich, ran. Und der zweite Punkt, überforderte PolizistInnen haben nicht immer die nötige Sensibilität für die Situation. Dabei bleiben Freiheitsrechte dann nicht selten auf der Strecke. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund können davon häufig ein Lied singen, was natürlich die Akzeptanz für den Rechtsstaat, die Akzeptanz für die Institution Polizei dramatisch gefährdet. Zugleich kann eine Polizei am Limit natürlich auch das geltende Recht nicht mehr durchsetzen und das wiederum unterminiert dann das Vertrauen aller Menschen in den Rechtsstaat. Und mit diesen problematischen Arbeitsbedingungen ganz eng verknüpft ist auch die Frage nach dem Ausbildungsstand. Ich denke, wir brauchen hier einen deutlich besseren Ausbildungsstand, sowohl bei der Polizei als auch bei der Justiz. Da sehe ich das Problem aber vor allem bei der Polizei. Aber auch in der Justiz gibt es durchaus noch Defizite, gerade zur Bedeutung der Grundrechte für die alltägliche Arbeit, ja, und auch vor allem zu den Gefahren des alltäglichen Rassismus. Wir leben eben in einer Gesellschaft, in der es nach wie vor gefährliche rassistische Traditionen gibt. Häufig ist man sich derer gar nicht so unbedingt bewusst und deswegen glaube ich, brauchen wir da auch ein deutlich mehr Fortbildung und Awareness. Was ist der Lösungsweg? Ich denke, das leitet sich relativ schnell ab aus den Problemen, die ich gerade schlagwortartig versucht habe zu beleuchten. Wir brauchen zum einen in Berlin eine Personaloffensive. Berlin muss ein attraktiver Arbeitgeber werden. Berlin ist schon eine sehr attraktive Stadt. Viele Menschen möchten gerne in Berlin leben. Ob das in jeder Situation so angenehm ist, beim Land Berlin angestellt zu sein, da würde ich gerade auch aus der Perspektive der Justiz ein kleines Fragezeichen dahinter machen und mir wird es auch aus der Polizei gespiegelt, dass nicht in jeder Situation sich Polizeibeamtinnen tatsächlich so wirklich wohlfühlen mit ihrem Arbeitgeber. Da müssen wir, denke ich, ran. Konkrete Maßnahmen wären da zum einen ein Nachdenken über eine Besoldung. Ist das tatsächlich noch in jedem Fall amtsangemessen? Und das Zweite, natürlich auch die Ausstattung mit Mitarbeitenden. Ne? Sind die Dienststellen des Landes Berlin tatsächlich mit den Menschen ausgestattet, die sie brauchen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können? Das zweite, eng damit verknüpft, eine Qualifizierungsoffensive, ja, also Menschen, die für das Land Berlin arbeiten, besser auszubilden. Ein paar Stichworte, wo besonders, denke ich, Raum ist nach oben, ist die Antirassismusarbeit, die alltägliche Arbeit im Bereich Antidiskriminierung. Und die dritte Offensive,
die ich mir wünschen würde von der nächsten Landesregierung, wäre eine IT-Offensive. Berlin sollte wieder ein Land werden, in dem die Informationstechnik die Arbeit der Bediensteten unterstützt und nicht behindert. Dazu gehört aus meiner Sicht insbesondere die Abkehr von der Ideologie des ITDZ als zentrale Struktur zu etablieren. Da habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass das in vielen Fällen dazu führt, dass Abläufe sich verkomplizieren, teurer werden und die IT-Entscheidungen sehr weit weggefallen werden von den Menschen, die tatsächlich mit Informationstechnik arbeiten müssen. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, das ITDZ so als zentrale Spinne im Netz gleichsam einzurichten. Davon sollten wir wegkommen. Wir haben früher in den Behörden direkt kompetente Menschen gehabt, die dort versucht haben, die IT eben für die Bediensteten praktisch einzurichten. Das war deutlich leistungsfähiger. Wir müssen zurückkommen, denke ich, zu einer IT nahe am Menschen für die Menschen in den Behörden des Landes Berlin. Das wären aus meiner Sicht drei ganz konkrete Schritte, wo jede Senatsverwaltung ihren Beitrag leisten kann, insbesondere aber auch die Senatsverwaltung für Inneres, für die Polizei und für Justiz, Antidiskriminierung und Verbraucherschutz im Bereich Justiz.